Steirer Wochen haben vorläufige Ende genommen mit einem Unentschieden gegen einen großen GAK. In letzter Minute nur das 2:2 Kopfballtor von dir. Was sagst du zu dem Tor? Was hast du in dem Moment gespürt, wie der Ball die Linie überschritten hat? Ja, auf jeden Fall freut es mich mal riesig fürs Team. Mein erstes Tor hat lange auf sich warten lassen, aber umso wichtiger, glaube ich, war es jetzt, dass wir den Punkt noch mitnehmen. Riesengroßen Freude und da für die Fans einmal ein Dankeschön, dass sie uns immer so schön unterstützen. Was hat man nach dem Unentschieden gegen Lafnitz genau verändern müssen oder worüber hat man intern im Training geredet, dass es in dem Fall besser ausgeht gegen den GAK? Ja, das Spiel hat man gut analysiert, was wir da falsch gemacht haben und dann, dass wir spielerisch ein bisschen mehr lösen müssen und ja, uns ein bisschen mehr trauen, hinten auszuspielen. Auch wenn der Gegner sehr hoch steht und Druck macht, müssen wir uns mehr trauen. Und im Training haben wir das dann gemacht und ja. Du bist ja heute gegen den GAK in der zweiten Halbzeit erst gekommen. Das heißt, ein echtes Joker-Tor heute, was uns in Ausgleich gebracht hat. Was hat dir der Willi Wahlmüller, der Trainer, mit auf den Weg gegeben? Der Willi, also was er mir auf den Weg mitgegeben hat, ist, er hat mir vertraut, er hat mir die Zeit gegeben, die ich gebraucht habe. Ein riesengroßes Dank ans Trainerteam und ans Team selber, das mich so gut aufgenommen haben in Steyr. Und ja, alles top. Man hat schon gemerkt, wie du das Tor geschossen hast, hast auch da hergegriffen aufs Wappen und jetzt bist du dann noch sehr gefeiert worden von der Südtribüne. Was löst das in einer Person aus, wenn man mal die Person im Mittelpunkt ist, die so gefeiert wird? Ja, das ist genau aus dem Grund spielt man auch Fußball. Es ist eine riesengroße Freude, es ist unbeschreiblich schön. Und wenn man auch für die Fans da sein kann und auch ihnen was zurückgeben kann, wenn sie eh so stark das Team feiern, was Schöneres gibt es nicht. Dann sagen wir Danke und wünschen alles Gute für Liefering nächste Woche.